Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wunschpartner Liebesorakel von 11. bis 17. Februar 2019. Ich habe diese große Kartenblatt gewählt. Nicht nur hier in diesem Kanal, sondern so ähnlich habe ich auch veröffentlicht ein Wunschpartner-Liebesorakel bei Meisterin des Kartenlegens und auch bei orientalisches Liebesorakel, nur mit anderen Karten. Warum? Die Kunst des Kartenlegens geht verloren. Es übernimmt den Platz immer mehr die Karten, wo alles draufsteht. Und jeder, der lesen kann, kann das auch vorlesen. Und das ist keine Kunst. Und ich möchte die Kunst des Kartenlegens lebendig machen. Und dazu ist jetzt dieses große Kartenblatt und das betrachten wir mal genau für den Zeitraum von 11. bis 17. Februar. Ihre Dame erscheint hier im Kartenbild. Und euren Partner oder euren Wunschpartner erscheint hier. Das Schöne daran ist, ihr schaut euch an. Ihr Damen schaut in seine Richtung, er schaut an euren Richtung. Es wird nicht allzu viel passieren in den Tagen, aber die Tendenz können wir schon erkennen. Ganz witzig ist, dass dieser Mann in erster Reihe erscheint, so ähnlich wie in meinem anderen Kanal. Da habe ich auch das große Kartenblatt und dort war der männliche Hauptperson auch in erster Reihe. Und das hat auch eine Bedeutung. Er lässt es nicht zu, dass er in seinen Gedanken liest, er ist verschlossen, er will nicht vermitteln, was er vorhat. Oberhalb vom Kopf liegen die Karten, die Gedanken. Und bei ihm ist es nicht sichtbar, das heißt, er lässt es gar nicht zu. Aber ihr Damen, worüber macht ihr Gedanken? Das zeigt hier diese Karte, der Anker. Das hat viele Bedeutung. Und das ist die Kunst des Kartenlegens, weil jede Karte hat mehrere Bedeutungen. Und das zu verspüren, intuitiv beschreiben. Das ist das Schöne an Kartenlegen. Ihr macht Gedanken über Sicherheit und Stabilität. Das sind die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse gerade, verankert zu sein, verwurzelt zu sein. Und da habt ihr eine Veränderung, weil ihr das vorhabt, weil ihr das wünscht. Auch in die liebe Partnerschaft. Anker steht auch in Verbindung mit der beruflichen Situation. Und da kommt auch bei vielen von euch eine Veränderung und auch ändert sich die finanzielle Lage. Das verbessert sich. Das sind die Neuigkeiten. Dieser Kind überreicht den Neuigkeiten. Dieses Treffen hat auch einen Bezug zum Arbeit. Das kann ein Vorstellungsgespräch sein und das verläuft sehr gut, liegt das Glück dabei, entspricht euren Erwartungen. Dieser Anker bedeutet aber Hoffnung. Die Sehnsüchte, die Hoffnung und Träume. Was ist eure Hoffnung, dass etwas sich verändert, dass die Finanzen verbessern, dass ihr endlich Glück habt?
Aber dieses Geld symbolisiert nicht nur die Finanzen, sondern auch die Werte und Wertschätzungen, dass ihr diese Anerkennung bekommt. Und ihr wollt auch diese Zusammenkunft, auch glücklich zu sein, und entspricht euren Erwartungen, dass hier verankert fühlt, dass dieses Treffen nicht ab und zu ist, sondern dass hier Stabilität kommt. Das sind eure Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte. In die Richtung, wo ihr schaut, zeigt auch, was kommt als nächstes. Es kommt ein Treffen und das verläuft glücksversprechend, entspricht euren Erwartungen. Aber kommt von diesem Gefühl raus, gefangen zu sein. Und dieses Gericht bedeutet, ihr seid zu kritisch, zu streng zu euch selbst. Was hält euch gefangen? Wenn ihr sagt, ich bin nicht gut genug oder ihr habt Ängste, aber das Beruhigende daran ist, es geht verloren. Dieser Dieb nimmt das alles raus. Und ihr zeigt dann auch Stärke. Er möchte etwas wohnlich verändern. Bei einem oder anderen ist es sogar ein Umzug, was er plant, aber er spricht nicht darüber. Oder ändert sich in sein Familienleben etwas. Diese Wohnzimmer und Haus, hier die beide zusammen, entspricht sein Familienleben. Und dieses Gefängnis, weil er das so erlebt, kommt dann natürlich dieses Gericht und das ist eine Scheidung. Aber bedeutet auch sein Plan, sein Bedürfnis, dass in sein Familienleben was verändert, was ihn hier gefangen hält. Und dann kommen die Neuigkeiten und diese Neuigkeit zeigt schon die Veränderungen. Er sagt das nicht, aber er plant es. Weil in diese Richtung schaut er und das, was er vorhat. Er muss nur um die Finanzen kümmern und mehr Stabilität, Sicherheit, auch diese finanzielle Sicherheit, Stabilität kümmern. In diesem Bild erscheint eine Dame. Diese Dame ist eine gute Dame, meint gut mit euch oder ihr mögt diese Dame. Das kann jemand von Verwandten sein oder eine Kollegin oder eine Freundin. Diese Dame geht's nicht gut. Diese Dame wird einen Brief schreiben oder ruft an, also kommt eine Botschaft und diese Dame wird sagen, dass sie krank ist. Warum ist diese Dame krank? Weil sie macht so trübe Gedanken, sie grübelt zu viel und geht es ihr gesundheitlich nicht gut. Aber sie soll in ihren Gedanken arbeiten. Einige Gedanken, was sie bedrückt, loslassen, aber kann auch bedeuten, dass diese Dame über die beruflichen Situation Gedanken macht und das bedrückt sie sehr und sogar fühlt sie sich krank dabei. Wenn ich hier die Verbindungen betrachte, kann natürlich sein, die Arbeitskarte und diese Dame, dass sie eine Arbeitskollegin ist und ihr bekommt die Nachricht, dass diese Dame krank ist oder krankgeschrieben ist und das würde für euch die Chance bedeuten, dass hier die Möglichkeit habt, beruflich etwas verändern. Ich würde nicht behaupten, dass bei jeder Einzelnen so ist, aber ich schließe nicht aus, dass ihr seid in einer beruflichen Situation. Diese Dame hat eine Position, sie wird krank, ihr bekommt diese Nachricht
Und ihr habt dadurch die Möglichkeit, diese Vertretung zu machen und zeigen euren Qualitäten. Was noch zum Erwarten ist, dass von Ämtern etwas kommt, etwas Schriftliches kommt von Ämtern. Und das ist die Falschheit dabei. Und das bedeutet nicht, dass falsche Person in diesem Amt arbeitet, sondern das bedeutet, dieser amtliche Brief oder diese Nachricht von Amt ist falsch ausgefüllt oder wurde falsch bearbeitet. Und auch wenn im ersten Moment ihr das verärgert, ihr sollt dieses Dokument, diese Unterlagen erstmal überprüfen oder überprüfen lassen, weil da läuft etwas schief. Was noch wichtig ist in diesem Kartenbild zum Erkennen, das ist seine Situation. Besonders dann, wenn er noch gebunden ist, wenn er noch verheiratet ist. Und das zeigt diese Ehekarte. Und diese Ehe geht zu Ende. Es war zwar ein langer Weg, aber er befreit sich davon. Er spricht gar nicht direkt mit der Ehefrau, nein, er spricht mit diesen beiden Männern. Und diese Männer unterstützen ihn, dass das alles gut läuft. Warum spricht er mit diesen Männern? Weil er hat Verlustangst oder er geht davon aus, dass hier etwas verloren geht und dass er dann zu viel Kummer auslöst und das ist viel Geld. Also er muss die Finanzen klären. Wenn er zu früh sagt zu seiner Frau, wir trennen uns, dann kommt diese Falschheit und die Frau wird die Finanzen retten, das Geld, was noch zum Retten ist. Also er ist vorsichtig, er sagt darüber noch nichts direkt, aber er klärt mit einem Anwalt oder mit jemand, wo er vertraut ist und beraten kann, was kommt auf ihn zu bei einer Scheidung. Und das ist sein Plan. Wenn er schon getrennt ist oder lebt gerade in Trennung, heißt diese Verbindung, dass er möchte gerne das alles hinter sich lassen, er möchte das abschließen, aber die Finanzen spielen trotzdem eine große Rolle und löst diese Angst und Kummer aus. Auch die Verlust und liegt auch die Falschheit dabei. Und das war dieser Wunschpartner-Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung,
Was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die Liebepartnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.